Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren 3-Saison-Sprint-to-Glory-Showdown, den ich logischerweise nicht alleine aufnehmen kann und deshalb habe ich den Dennis mit dabei. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Letzte Woche, wenn mich nicht alles täuscht, kein Showdown, dafür dieses Wochenende also die doppelte Packung direkt, am Freitag ja die Online-Sprint-to-Glory von uns beiden, jetzt also der Showdown und ja, ich hoffe euch gefällt's. Passende Überleitung dazu, wenn es euch natürlich gefällt, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da auf diesem Video, dann gibt es natürlich auch wie gewohnt nächste Woche auf jeden Fall wieder ein Sprint-to-Glory-Showdown. Wir haben auf jeden richtig Bock und natürlich wollen wir auch nach FIFA 23 den nächsten Teil oder den ersten EA Sports FC 24 richtig zusammen angehen. Wir haben Bock, soweit so gut. Was passiert in dieser Folge? Wir gehen rein, 3 Saison Sprint to Glory Showdown, das hatte ich ja zu Beginn des Videos bereits gesagt. Wir sind in der Bundesliga, übernehmen den VfB Stuttgart und vor allem hier 100 Millionen extra Budget, denn Porsche ist in der Realität eingestiegen mit zumindest laut Berichten so circa 100 Millionen und deshalb haben wir die auch hier als Zusatzbudget. Auf meinem Kanal ebenfalls ein 3 Saison Showdown in der Bundesliga, aber in super Special Art und Weise, denn das Duell Inter Miami mit Messi gegen Al Nassr mit Cristiano Ronaldo, also in der Bundesliga über 3 Saisons. Wir haben da beide den jeweiligen Verein übernommen und eben geschaut, wer besser performt. Checkt das Ganze auf jeden Fall auch ab. Erster Link zu Dennis' Video ganz oben in der Videobeschreibung. Logischerweise seht ihr jetzt nochmal das Regelwerk eingeblendet. Ansonsten, ja, falls ihr das immer noch nicht drauf habt, gerne auf Pause drücken, screenshotten, wenn ihr das nicht mittlerweile schon getan habt. Ansonsten gibt es gar nicht so viel. 3 Saisons, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lasst Liebe da, nicht nur auf meinem Video, sondern natürlich auch auf dem Video von Dennis. Und dann würde ich sagen, Sommertransferphase, die erste, 20 Minuten, Konferenzschaltung, let's go. Keine Zeit verlieren ist ebenfalls ein passendes Stichwort, denn ihr seht, unsere Mannschaft stand jetzt mal in Bestbesetzung, ziemlich zentral orientiert im 4-1-2-1-2 kompakt. Ganz ehrlich, ich würde schon gern auch mit Flügel agieren, wir gucken einfach mal. Der Timer startet in 3, 2, 1, let's go, 20 Minuten laufen und natürlich haben wir ordentlich Budget. Eigentlich nur 25 Millionen, dank dem Porsche-Einstieg 125. Ja, und mit dem kann man schon arbeiten. Ehrlich gesagt ist es natürlich auch so und Thiago Tomasch ist noch in den eigenen Reihen. Der wird ja mittlerweile in der Realität zum VfL Wolfsburg wechseln. Wir lassen den noch bei uns. Und Guirassy ist halt auch nur geliehen von Stadren, der mittlerweile offiziell fest verpflichtet ist. Also, ja, dann nimmt sich das Ganze vermutlich nicht viel. Wir lassen das einfach so laufen. Ist bei beiden von uns so. Ist uns jetzt erst später aufgefallen. Wir haben übrigens auch Heidenheim und natürlich Darmstadt als Aufsteiger festgelegt. Und natürlich Hertha und Schalke nach unten gepackt. Jetzt aber gar keine Zeit verlieren. Wir starten rein und ihr seht das Ganze in der Konferenzschaltung. Unser erster Neuzugang kommt vom FC Empoli, also aus der Serie A. Es ist Parisi. 77er Rating, kostet uns 24 Millionen, ist natürlich geplant für hinten links als Außenverteidiger. Und für die andere Außenverteidigerposition, also gerade auf der rechten Seite, kommt João Mario vom FC Porto. Auch hier werden 24 Millionen fällig. Okay Leute, der Timer ist am Start, 20 Minuten, die beginnen in 3, 2, 1, let's go. Wir kümmern uns ganz kurz um den eigenen Kader, welche Spieler wir da vielleicht verkaufen könnten. Das erste Ziel wird es sein, natürlich auf so gut wie jeder Position eine 80er Gesamtstärke oder mehr für den Start zu haben. Wir beginnen das Ganze mit Elie Skiri, den wir für 14 Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichten. In der Realität geht es ja ablösefrei zu Eintracht Frankfurt. Also wie gesagt, das Ganze ablösefrei. Hier zahlen wir 14 Millionen Euro und es geht zum VfB Stuttgart. Und alle guten Dinge sind drei. Wir brauchen einen neuen Torhüter und dann natürlich noch danach einen neuen Innenverteidiger. Und dann geht es ein bisschen weiter in Richtung Offensive. Lucas Chevalier wechselt also hier von Lille, ist das glaube ich. Ist 20 Jahre jung, hat eine 77, ein 84er Potenzial als Torhüter. Das ist richtig gut. Ich meine ja, wir müssen auch hier 23 Millionen zahlen. Das ist sehr, sehr viel Geld. Aber ihr merkt, über 3 Saisons ist der Fokus komplett auf Potenzial. Und jetzt schon ordentliches Rating. Also das ist ja alles andere als schlecht. Neuzugang Nummer 2 ist am Start. David Soria, spanischer Keeper vom FC Getafe. 82er Gesamtstärke. Wir tauschen Florian Müller ein, zahlen 17 Millionen oben drauf und haben ein saftiges Upgrade im Tor am Start. 22 Millionen und damit 8 unter Marktwert. Das ist ein Hammer-Deal für Stefan de Vrij. Wir haben tatsächlich keinen Innenverteidiger eingetauscht oder so. War mein Plan. Die Inter wollte aber keinen. Deswegen haben wir also 22 Millionen Euro bezahlt. Wie gesagt, 8 unter Marktwert ist ein unfassbarer Deal für die 83er Gesamtstärke von Stefan de Vrij. Zubimendi ist unser neuer Abräumer, neuer Sechser, der kostet uns und das aktuell als Rekordablösesumme 33 Millionen. Neuzugang von Real Sociedad, ist 23 Jahre jung, hat eine 79, ein 85er Potenzial und parallel dazu werden auch einige Spieler verkauft. Später dazu mehr, zum Ende hin gibt es den kompletten Überblick für euch. Jetzt haben wir also aber so weit bis auf eine Ausnahme die Defensive durch. Der erste Schritt im Mittelfeld ist auch getan und um die Defensive jetzt zu komplettieren, stelle ich euch jetzt auf jeden Fall unseren neuen Innenverteidiger vor. Denn das ist Castello Luqueba, Neuzugang also von Lyon. Wir wissen alle um seine Qualität, um sein brutales Rating, jetzt schon mit einer 78 und ein noch viel besseres Potenzial, ist also geplant als neuer Innenverteidiger. Klar ist logischerweise auch viele Transfers, heißt wir dürfen alle bis auf dreimal auf jeden Fall behalten und im besten Fall dürfen wir alle holen. Ja, gerade für 3 Saisons ist es schon extrem wichtig, dass man aus den Vollen schöpft, gerade wenn der Torhüter weggesniped werden würde, das wäre krass. Und in der Innenverteidigung, ja gut, dann müsste halt Carrasor irgendwie aushelfen, aber Luqueba wäre schon cool, wenn wir den wie auch alle anderen behalten dürfen. Überlegung war erstmal auf eine 4er
Viererkette zu gehen. Das bleibt jetzt aber erstmal bei einer Überlegung und wir gehen zurück auf eine Dreier- bzw. Fünferkette und tauschen da jetzt also Zagadou ein, zahlen 13 Millionen oben drauf und dafür kommt auch Liga-intern Ndicka von Frankfurt, in der Realität geht es zur Roma, hier zu Stuttgart. Unser Stürmer Guirassy ist bekanntermaßen nur geliehen und ich bin auch nicht so der Riesenfan von ihm, muss ich sagen. Hat auch nicht so das Riesenpotenzial für den Karrieremodus und dafür kommt also Ersatz Santiago Jiménez von Feyenoord Rotterdam, 77er Gesamtstärke, 85er Potenzial, ist, lass mich kurz gucken, Mexikaner tatsächlich. Sehr verrückt, wollte schon öfter mal holen im Showdown, kam es ja nicht dazu und heute ist es soweit und ich hoffe, er überlebt die Snipe-Phase. Wenn er überhaupt aufgezählt wird, ich weiß es noch nicht. In der Realität wird er aktuell mit den Bayern in Verbindung gebracht. Bei uns gibt es einen Wechsel in die Bundesliga, aber nicht nach München, sondern zu VfB Stuttgart und das für eine Festablöse von 32 Millionen. Die Rede ist dabei von Kevkem Thuram oder Kevkan Thuram, wie auch immer man den ausspricht. Auf jeden Fall Neuzugang aus Nizza. Wenn der eine Thuram-Bruder die Bundesliga verlässt, kommt der eine auf jeden Fall wieder rein und damit haben wir einen weiteren Thuram in der Bundesliga. Natürlich in dem Fall kein Stürmer, aber einer fürs zentrale Mittelfeld und da haben wir eine weitere Baustelle jetzt auch auf jeden Fall erledigt. Und der letzte Transfer, Leute. Wir haben noch 5 Millionen Euro auf dem Konto. Für mehr reicht es nicht, aber ich bin sehr zufrieden allgemein mit der Transferphase. Ich zeige euch gleich die Mannschaft insgesamt. Mikhailo Mudryk wird auf jeden Fall unser letzter Transfer für 13,8 Millionen. Bisschen über Marktwert, 21 Jahre jung, Potenzial ist vorhanden. In die Startelf kommt er auf jeden Fall schon sofort mit seiner Gesamtstärke. Durch eine Positionsänderung bestimmt noch eine Gesamtstärke dazu und damit ist die Transferphase beendet erstmal. Und das hier ist ja also unsere Mannschaft nach der Transferphase mit Soria im Tor. Fast neue Dreierkette hier mit De Vrij und Ndicka neben Mavropanos, Wagnermann und Sosa. Da muss ich noch die Position zurückändern zum LAV bzw. RAV. Skiri und Endo davor dann im Mittelfeld. Zwei ja relativ unspektakuläre Mittelfeldspieler mit wenig Potenzial, aber schon guter Gesamtstärke. Das ist ja vor allem wichtig. Und vorne die drei Jiménez, Silas und zu guter Letzt also Mikhailo Mudryk, gerade eben verpflichtet. So viel also dazu. Ich bin auch am Überlegen, die Leihe von Guirassy zu beenden. Nicht, dass der Jiménez irgendwie in seiner Entwicklung im Weg steht. Machen wir auch, glaube ich, gleich. Und dann, wie gesagt, so viel zu meiner Transferphase. Und dann gehen wir gleich rein ins Snipen. Wir haben zwar noch 13 Millionen übrig auf dem Konto, haben auch noch eigentlich eine Baustelle auf der Stürmerposition, aber trotzdem machen wir es jetzt offiziell. Joe Willock ist unser letzter Neuzugang. Ich zeige euch gleich zum Ende hin unsere Mannschaft in Bestbesetzung. Jetzt aber vorher erstmal alle Abgänge im Überblick für euch. Die seht ihr alle jetzt hier eingeblendet. Begonnen bei Fürich über Silas, zu Diaz, Pfeiffer, Müller, Sosa hier für 30 Millionen über Anton, Endo, Aidonis und Bredlo. Haben wir sehr, sehr viel Geld eingenommen und wie gesagt, haben jetzt immer noch hier gute 13 Millionen auf dem Konto. Aber eine Mannschaft in Bestbesetzung, die wie folgt aussieht und ich glaube, damit kann man arbeiten. Jetzt geht's also an die Entwicklungspläne und natürlich auch dran, dass ich meine Fünfer aus Wein jetzt zusammenstellen und dann seht ihr uns vermutlich auch schon wieder zusammen, also Dennis und mich. Die erste von drei Sommertransferphasen liegt also hinter uns und jetzt geht es natürlich drum, dürfen wir die Spieler behalten, ja oder nein? Obligatorische Frage aber zu Beginn, Dennis, wie viele Neuzugänge sind es denn bei dir geworden? Exakt 6. Okay, dann bin ich tatsächlich mit einem besser, weiß man nicht, ob es besser ist, aber auf jeden Fall habe ich 7. Okay. Ich habe insgesamt 7 Neuzugänge und wir starten direkt rein, wollen gar keine Zeit verlieren. Dennis, du bist der Gast, hau gerne mal raus mit deiner ersten 5 aus. Ja, es geht natürlich um einen neuen Torhüter, ist glaube ich logisch. Ne? Florian Müller, Bredlo sind absolute Graupen, tut mir leid an die Stuttgart-Fans, tut mir leid an die Liebhaber dieser beiden, aber es musste gesagt werden. Auf jeden Fall habe ich was getan und auf der Liste habe ich einmal den Jan Sommer vom FC Bayern, dann habe ich Luis Maximiano von Lazio Rom, ich habe David Soria vom FC Getafe, wir haben Alban Lafort vom FC Nantes und zu guter Letzt natürlich Kepa von Chelsea. Okay. Also Chelsea würde ich irgendwie ausschließen. Sommer fände ich ganz cool. Ja. Habe ich gesagt, Chelsea würde ich ausschließen? Ich meine natürlich Kepa würde ich ausschließen. Achso, ja, okay. Ich dachte wegen so Verein, Premier League, von, ich dachte, war von schon Chelsea. Okay, ja, gut. Okay, stimmt. Hätte man auch so sehen können. Ich weiß nicht, Sommer war tatsächlich mal ja für kurze Zeit ein Gerücht, so als Ersatz für Bredlo und Müller. Stimmt, ne? Verbindung gebracht. Nübel ja, auch. Genauso wie Nübel, ja, genau. Aber irgendwie, weil ich den bei mir auch anfangs ja ganz interessant gefunden habe und vielleicht ja auch geholt habe, Luis Maximiliano würde ich mit dem gehen. Oh mein Gott, Alter, ich habe gerade was völlig anderes erwartet, aber gut, ich überlebe, der Torwart überlebt, denn David Soria, ich habe es nicht erwähnt, er ist der Einzige auf der Liste, glaube ich, mit einem auslaufenden Vertrag, das wäre dann, glaube ich, wirklich zu auffällig gewesen, aber ich dachte mir, 82er Gesamtstärke, der wird dir schon irgendwas sagen, ja, vielleicht hast du den auch ein paar Mal gesehen, wenn man nach auslaufenden Verträgen sucht oder so, auf jeden Fall ist es der Mann mit einer 82er Gesamtstärke jetzt im Tor bei mir. Ja, also tatsächlich hatte ich den schon auch, also ich kenne den, aber ich hatte den nicht auf dem Schirm jetzt hier in der Fünfer-Auswahl. Okay, ja gut, alles genau. Klar, check. Aber wichtig, dass man den Torhüter behalten darf. Ich hoffe natürlich, bei mir ist es das Gleiche, denn auch ich habe logischerweise eine neue Nummer 1 verpflichtet. Und zur Auswahl steht, wie ich es gerade eben ja schon mal gesagt habe, hier Luis Maximiliano. Es geht dann weiter mit Jevan Diouf, das ist ein Franzose von Stade Reims. Ja. Wir haben natürlich Moises Ramirez, darf logischerweise nicht fehlen. Wir haben dann Lucas Chevalier, das ist auch ein Franzose von Lille. Und zu guter Letzt noch Manuel Neuer. Boah,
Es ist jetzt mal wieder so ein Ding. Also ich weiß nicht, ob Ramirez Bait ist. Ich weiß nicht, ob Neuer Bait ist. Das ist jetzt halt so die Frage. Ich gehe mal einfach in beiden Fällen von ja aus und ich würde auf den zweiten Kollegen gehen. Ich habe den Namen leider noch nicht mehr im Kopf. Djuf den Jevan so, Djuf? Ja, safe, den Djuf. Okay, let's go. Ich hatte gerade richtig Schiss, weil plötzlich blieben nur noch drei Spieler übrig, darunter auch den, den ich verpflichtet habe, und es ist Lucas Chevalier geworden. Ah, okay, wäre ich niemals drauf gegangen. Nummer zwei wäre bei mir Maximiano auf jeden Fall gewesen. Okay, sehr, sehr gut. Also, heißt, Torhüter dürfen zumindest mal beide bei uns bleiben. Was ist deine zweite Position? Zweite Position ist ein neuer Innenverteidiger. Da habe ich mich natürlich auch nicht lumpen lassen und auf jeden Fall eine saftige Verstärkung verpflichtet für die Gesamtstärke und für die Startelf auch natürlich. Und zur Auswahl haben wir da einmal David Hanko von Feyenoord Rotterdam. Wir haben Ben White von Arsenal, die man natürlich super umformen kann. Pavard ist mittlerweile Innenverteidiger, deswegen den braucht man nicht mehr umformen. Wir haben Kalidou Koulibaly und zu guter Letzt Stefan de Vrij noch so. Oha, das sind ja richtig starke Spieler. Ich habe nur noch drauf gewartet, bis einer kommt, der wahrscheinlich nicht ganz so teuer sein wird. Nee, die sind alle auf jeden Fall, 30 Millionen mindestens. Stefan de Vrij hat halt einen auslaufenden Spielervertrag. Genau. Ne? Und der erste war nochmal wer, bitte? Der erste war Hanko von Feyenoord, der Slowake. Ja, der ist so voll unscheinbar. Ja, der ist auch nicht schlecht, Digga. Das ist nur die Unscheinbaren aus Slowakei, Tschechien und sonst woher, die immer so trotzdem 85 Potenzial haben. Also irgendwie geht der mir nicht aus dem Kopf, gerade mit dem Hintergrund, dass es so unscheinbar ist. Und ich würde den einloggen. Ich gehe mit Hanko, ja komm. Ja, David Hanko ist es aber nicht geworden, denn ich bin tatsächlich sehr auffällig gegangen. Ich habe Stefan de Vrij geholt. Also ich bin sehr doll ins Risiko gegangen, um hier wirklich die Mannschaft zu verbessern. Bin auch super zufrieden mit meinen Transfers, habe aber natürlich das große Risiko, dass Spieler gesniped werden können. Aber ja, ich habe mich bisher zweimal gerettet. Mal gucken, ob es ein drittes Mal klappen wird. Ja, also tatsächlich war Stefan de Vrij für eine kurze Zeit auch so mein Favorite für den Pick, weil ich gerade so gesagt habe, auslaufender Vertrag. Aber irgendwie bin ich dann auch wieder schnell von dem abgekommen. Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einen neuen Sechser verpflichtet. Ich habe zwar auch einen Innenverteidiger, aber der hat es nicht auf die Liste gepackt. Für dich gibt es zur Auswahl einmal Yves Bissouma von Tottenham. Wir haben dann hier Fran Beltran, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, ein Spanier von Celta Vigo. Es geht weiter mit Florentino von Benfica, den hattest du, glaube ich, auch schon mal verpflichtet. Mhm. Wir haben Martin Zubimendi und zu guter Letzt, der ist in aller Munde bei den Top-Teams, Moises Caicedo. Oh, schwierig, Alter, schwierig. Die kosten alle auf jeden Fall was. Ja. Deswegen kann man das jetzt nicht irgendwie so daran festmachen, dass der eine irgendwie total billig ist und die andere nicht. Das ist jetzt so ein Greifen ins Blinde. Deswegen, ich gehe aber einfach mal auf Florentino, weil ich den auch ja hole. Okay, let's go. Auch ich darf meinen zweiten Spieler behalten. Es ist Zubimendi geworden, tatsächlich. Okay, wäre ich niemals drauf gegangen, niemals. Okay, sehr, sehr gut. Dann weiter geht's. Also, ja, ich genau, die letzte Position schon, ne? Wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, ich fände es auch richtig geil, wenn wir gerade zu Beginn all unsere Spiele behalten dürfen, weil dann pushen die sich ja krass und wir sehen richtig heftige Entwicklung. Das wäre schön. Deswegen kommen wir zur letzten Position. Es geht auch bei mir um einen neuen Sechser/Achter. Also ich habe hier zwei Sechser, drei Achter auf der Liste. Wir beginnen die Auswahl mit deinem alles geliebten Kölner Jungen Elias Skiri. Dann haben wir Aleix Garcia, Adrien Rabiot, Konrad Leimer, ebenfalls aus der Bundesliga, und Matheus Uribe von Porto, auch hier, oder was heißt auch hier, alle hier mit auslaufendem Vertrag. Ja, richtig, genau. Uribe ist, glaube ich, der schon 30 ist, oder? 31er. Ist er. 31, ja, weiß ich nicht. Also es muss ja natürlich irgendwas mit einem auslaufenden Vertrag sein, gerade um auch ein bisschen Geld zu sparen. Ja. Was soll ich mit Uribe gehen? Ja, irgendwie, der Routinier war so direkt im Kopf. Wäre auch kein untypischer Transfer für dich und deshalb würde ich mit Uribe gehen. Paar, Digga. Drei Transfers und alle drei am Start, Digga. Let's go, Mann. Es ist tatsächlich dein alles geliebter Kölner Junge. Okay. Elias Skiri, den ich für die Sechserposition verpflichtet habe. Einfach für die Gesamtstärke, da hat ja keine große Luft nach oben. Ist ja, ja auch schon 27, aber er bringt halt eine fast 80er Gesamtstärke mit. Ist damit ein sehr stabiler Spieler für die Liga. Da kann ich auch mal nebenbei auflösen. Ich habe verpflichtet Skiri, Soria und De Vrij. Dann habe ich noch Endicker für die Innenverteidigung. Ich dachte mir, bevor ich noch eine zweite Innenverteidiger-Auswahl mache, dann lieber den Sechser halt mit Skiri. Selbe Gesamtstärke haben sie ja. Ja. Mit 79. Dann Santiago Jiménez habe ich endlich mal verpflichtet bekommen für die Stürmerposition von Feyenoord Rotterdam mit einer 77er Gesamtstärke. Ist der Mexikaner, oder? Ja, ja, genau, der Mexikaner, ja. 21 Jahre alt und ebenfalls 21 ist Mudrik dann von Chelsea. Okay, also sehr, sehr wilde Transfers, sehr, sehr geil. Bei dir heißt, alle Spieler dürfen bleiben. Bei mir kann maximal noch einer weggehen. Zuvor hatte ich einen typischen Sechser, da hatte ich auch wirklich nur ZDMs. Jetzt sind wir auf der Achterposition und es sind nur Achterkandidaten für dich. Okay. Zur Auswahl gibt's für dich einmal, auch aktuell in aller Munde, gerade bei FC Bayern München, Khéphren Thuram. Mm. Wir haben dann Conor Gallagher, wir haben Davide Fratesi, der, glaube ich, jetzt auch zu Inter dann wechselt, so gut wie sicher. Wir haben Lovro Maier und wir haben Ryan Gravenberch. Ich habe noch so ein dickes Trauma irgendwie von Fratesi und diesem einen Showdown mit Galatasaray und Fenerbahce, deswegen ich muss Fratesi einloggen.
Okay, also darf auch ich all meine Spieler behalten. Es ist nämlich in dem Fall tatsächlich Thüram geworden, weil ich okay, dachte, wäre ich der eine aufgegangen. Ah, dann sind wir tatsächlich beide so voll im vorbei Dunkeln an den ganzen, gewesen, eigentlich richtig, so komplett an den ganzen richtigen Spielern. Voll vorbei, okay. Alter. Also dann löse ich auch ganz kurz auf. Klar ist jetzt natürlich Thüram und Zubimendi plus Chevalier. Ich habe hinten rechts noch João Mario geholt. Ich habe als neuen Innenverteidiger Castello Luqueba. Ich habe hinten links Fabiano Parisi von Empoli und noch fürs zentrale Mittelfeld Joe Willock. Also ja, du bist ja wirklich komplett auf Talente gegangen, oder? Ja, genau. Also komplett. Ich habe das auch im Video gesagt, so 77er bis 80er Rating, okay. Potenzial auf Minimum mal 84, weil ich will ja auch irgendwo was reißen in dem Showdown. Richtig, also wir beide natürlich. Auf jeden Fall. Aber ich bin mal gespannt mit der anderen Herangehensweise, wie gerade das erste Jahr wird, weil deine Jungs müssen sich, glaube ich, auch gut entwickeln. Bei mir habe ich halt 2-3 Spieler, die das eher weniger müssen. Deswegen, ich bin sehr gespannt und dann können wir euch auch schon einen Kalender reinstarten, oder? Ja, genau. Sollen wir uns im Winter treffen oder wie machen wir es? Gehen wir direkt zum Ende, oder? Also ich habe auch kein Geld, keine Pläne, Bedarf oder sonst was mehr. Ich stotter heute rum. Es tut mir sehr leid, Leute. Ja, moin, also. Es ist halt nicht mal 9 Uhr morgens, Mann. Es sind einfach immer diese Showdown-Aufnahmezeiten. Aber was wollen wir machen? Ich würde sagen, wir gehen zum Ende der Saison, oder? Ja, genau. Können wir auf jeden Fall machen. Auf geht's, let's go. So schnell geht's. Am Ende der Saison angekommen. Jetzt heißt es Punkte zählen. Bevor wir aber ans Punkte zählen gehen, ganz kurz. Ich habe zwischendrin im Laufe der Saison Thiago Tomás bei mir fest verpflichtet. Dennis hatte ja soweit nichts mehr gemacht und ich wollte eigentlich auch nicht, hatte aber noch 13 Millionen und habe mir somit die Dienste des jetzt mittlerweile neuen Wolfsburgers auf jeden Fall auf langfristige Sicht gesichert. Ihr seht bei mir schon mal meine Mannschaft, bei Dennis vielleicht jetzt dann auch gleich mal im Hintergrund. Also ich weiß nicht, Dennis, ob es bei dir eine ähnliche Entwicklung gab, aber ich habe eine geisteskranke Truppe hier. Also ja. Ich bin sowas von zufrieden. Was hast du so für Ratings im Schnitt? Also im Schnitt würde ich sagen, bin ich auf einer 81. Oh, nicht schlecht, Digga, nicht schlecht. Also die halt einzig übrig gebliebenen Spieler vom Anfangskader, abgesehen von Mavropanos, mit Ito, Girassi und Tomas, sind die einzigen halt noch deutlich unter 80. Okay, was haben die so? Also Girassi 78, aber der geht ja jetzt dann auch. Tomas hat 77 und Ito auch 77. Also ich habe in meiner Startelf noch Wagnumann und Endo, die haben 78 und 79, der Rest hat 81 oder mehr. Ja, genau, so ist bei mir dann auch. Okay, sehr gut. Also sind wir vermutlich recht ähnlich unterwegs. Mal gucken, ob das in der Liga dann auch so ist. Ich weiß nicht, wie viele Punkte hast du denn geholt? Machen wir das vielleicht mal so. 68. Ach du heilige Scheiße, okay, ja gut. Dann habe ich natürlich schon wieder gar keine Chance mehr. Ich gehe in die Champions League. Wie viel der Platz ist bei dir geworden? P3. P3, okay. Das heißt, es gibt für dich 15 Punkte. Schmackhafte 15 Punkte, die nehme ich mit. Ja, für mich gibt es 12, weil ich bin P6, aber auch ich aber auch stark, international, ne? Ja, definitiv. Also es geht auch hier, ich glaube, zumindest mal in die Europa League. Ja, weil Dortmund hat den DFB-Pokal gewonnen, die sind in der Liga vor mir, heißt, die spielen nächstes Jahr mit Frankfurt Europa League. Also immerhin, aber ist schon halt ein erheblicher Vorsprung und auch Vorteil für dich, den du dir aber auch erarbeitet hast. Jetzt im Pokal kann ich schon mal wegnehmen, Runde 2, ich hatte Schalke und habe verloren. Ja, bei mir Runde 2 war noch Rot-Weiß Essen, bisschen Glück gehabt, glücklos hier mit 4-1 gewonnen, aber danach nicht Dortmund 2, sondern Borussia Dortmund als Gegner gehabt und da sind wir 5-1 baden gegangen. Okay, heißt also trotzdem aber einen Punkt für dich. Jetzt sind es schon 4 Differenz, das ist noch gar nicht so viel. Gut, nächstes Jahr kommt bei dir die Champions League, bei mir nur die Europa League. Mal gucken, was passiert. Trainer des Monatspreises steht bei mir leider eine 0, auch wenn es, glaube ich, 2 Monate gab, wo ich jede Spiele gewonnen habe. Naja, ich habe auch eine 0, Mann. Jawohl, okay, also immerhin. Jetzt gibt es noch 3 Punkte zu vergeben in Sachen Statistiken und dann springen wir auch schon in die zweite von diesen 3 Saisons. Schauen wir mal ganz kurz drauf. Also, wenn wir das Ganze machen in Sachen Torhütern, ja, ist okay. 3 Vorlagen hat Chevalier bei mir, aber halt nur 7 Spiele zu 0. Uff, knapp geht der Punkt an mich. Ich habe 9 bei Soria. Okay, alles klar. Die meisten Vorlagen, das ist ja auch eine Frechheit. Ja, ist bei mir aber auch nicht so gut, muss ich sagen. Ja, aber es ist zweistellig? Nö. Ja, bei mir auch nicht, aber ich habe nur eine 7. Trauerspiel auf jeden Fall. Ich habe 8 von Sosa. Ja, bodenlos. Und die meisten Tore? Da bin ich gut dabei. Santiago Jiménez hat sich gut gemacht, hat 26 Tore erzielt. Okay, damit 5 mehr als mein Girassi. Heißt also unterm Strich bei dir, wenn ich das jetzt hier richtig zusammenrechne, sind es 19 Punkte, bei mir sind es 12. Es sind schon mal wieder 7 Punkte Differenz, aber es ist noch lange keine Vorentscheidung. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Budgettechnisch könnte es bei dir Vorteile geben, weil es ja jetzt die Champions League Qualifikation ist. Seht ihr aber auf jeden Fall gleich wieder in der Konferenzschaltung, weil Dennis, ich würde sagen, wir könnten direkt ins zweite Jahr, oder? Ja, safe. Ich verlängere hier noch 2 Verträge von den Jugendbäumen.
Boys und dann können wir auf jeden Fall reinstarten ins zweite Jahr. Angekommen also in der zweiten Saison, zugleich im zweiten Sommer. Die Zeit läuft in 3, 2, 1, let's go und wir sehen in der Startelf ohne Girassi, dafür aber mit und das ja ähnlich gefühlt wie im ersten Jahr. Da hatten wir ja die 100 Millionen dank Porsche in Anführungszeichen, 114 Millionen Transferbudget. Also ich würde schon gerne auf jeden Fall ein 80er Plus Kollektiv hier erreichen, würde bedeuten Perea, Thomas ersetzen und auch Ito. Gleichzeitig aber ist Thomas schon auch noch als Backup-Stürmer geplant. Ein Koulibaly ist halt auf dem Flügel, könnte uns Geld einbringen, weil wir brauchen keine typischen Flügel. Dafür könnte man dann, keine Ahnung, Haraguchi oder auch Nate hier mit auf die Bank holen und gleichzeitig einen Ito verkaufen oder einen Zagadou. Und dann sind wir auch in der Breite noch immer recht gut aufgestellt. Also ich glaube, es ist möglich, hier auf eine gute 80 plus im Kollektiv zu kommen. Okay Leute, die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. Wir haben ein Budget von 129 Millionen, irgendwie so mäßig auf jeden Fall. Also dasselbe Budget wie im ersten Jahr ist gut, weil wir hatten ja da die Erhöhung und das wird ja so mäßig eigentlich abgezogen fürs zweite Jahr. Neuzugänge sind geplant, auf jeden Fall ein neuer Rechtsverteidiger fürs Mittelfeld, vielleicht sogar zwei neue Spieler, Silas vielleicht auch ersetzen. Im Idealfall aber nicht versuchen, Spieler einzutauschen, damit, falls diese Spieler gesniped werden sollten, wir auf jeden Fall auch Ersatz haben. Das heißt, ich werde Skiri und Endo wahrscheinlich nicht verkaufen, sondern einfach neue Ersatzspieler holen. So viel dazu und damit starten wir jetzt rein. Wir haben einen neuen Innenverteidiger gefunden. Ich bin eigentlich so persönlich, menschlich betrachtet, kein allzu großer Fan von Bresnel Kimpembe, aber jetzt haben wir den Neuzugang aus der Liga von Paris Saint-Germain. Der hat eine 85, hat vor allem 55 Millionen Marktwert. Wir überweisen gerade mal 37 nach Paris. Ja gut, dank einem auslaufenden Vertrag logischerweise, aber ich hoffe, wir dürfen den behalten. Alle anderen Spieler mit auf die Liste haben auch auslaufende Spielerverträge. Lucas Hernandez, wir haben Savic, nur mal als Beispiel. Ich hoffe natürlich, dass Dennis sich irgendwie da auf die falsche Fährte locken lässt, unabhängig davon, ob die anderen Spieler aus der Fünfer-Auswahl natürlich mittlerweile den Vertrag verlängert haben oder logischerweise den Verein vielleicht schon gewechselt haben. Unser erster Transfer für die zweite Saison ist das Bundesliga-Comeback von Hakan Çalhanoğlu, unter anderem ja beim KSC, beim HSV und bei Bayern 04 Leverkusen gespielt. Dann ging es in die italienische Liga, zum AC Mailand, von dort zu Inter und jetzt also zum VfB Stuttgart und das für knappe 34 Millionen Euro. Der Ersatz für Endo ist also schon mal gefunden. Nach der Verpflichtung von Kimpembe haben wir weitere Spieler verkauft. Perea zu Palermo für 3,05 Millionen. Dann haben wir hier Ito für 22 zu Atletico Madrid verkauft. Logischerweise würde das bedeuten, wenn wir Kimpembe weggesniped bekommen würden, dann wäre halt dann Axel Zagadou der Innenverteidiger. Backup Koulibaly ging für 10 Millionen und Stenzel für 1,65. Was also auch bedeutet, wir haben jetzt hier noch 107 Millionen oder wieder über 100 Millionen auf dem Konto und brauchen in Anführungszeichen mal nur noch zwei neue Stürmer. Ich glaube, das sollte doch möglich sein. Freunde der Sonne, betet alle mit mir, dass Rafael Leão diese verfluchte Snipe-Phase überleben wird. Ich hoffe es wirklich beim besten Willen. Wir zahlen unfassbares Geld für ihn. Tanguy, Koulibaly und irgendwie fast 70 Millionen Euro im Tausch. Wenn er gesniped wird, dann ist das alles für nichts gewesen. Ich hoffe, dass es nicht so kommen wird, aber das Risiko ist natürlich bei solchen Transfers absolut vorhanden. Mit Loïs Openda holen wir einen Neuzugang vom RC Lens, die auch überragend zuletzt in der Realität gespielt haben in der Liga A. Bis, ja, ich sag mal so drei Spieltagen vor Schluss waren sie auch noch theoretisch möglicher Meisterschaftskandidat. 45 Millionen, das ist ein Haufen Kohle, vermutlich auch ein bisschen mehr, als Leipzig jetzt dann vermutlich zeitnah in der Realität für den Belgier auf den Tisch legen wird. Ist uns aber egal, er hat eine 81, ist 23, hat ein super Potenzial und ist damit unser erster von den zwei neuen gesuchten Stürmern. Ich weiß, die Rede war eigentlich davon, dass ich keinen Spieler eintauschen wollte, jetzt tun wir es beim letzten, aber doch, Wagnermann und 1 Million für Juan Miranda im Tausch, also der ehemalige Schalker, ehemaliger Barcelona Jugendakademiespieler, wenn mich nicht alles täuscht, mittlerweile bei Betis Sevilla und wie gesagt, Wagnermann und 1 Million im Tausch für unseren neuen Rechtsverteidiger. Und der zweite ist schwedischer Nationalstürmer, soll dort wahrscheinlich die Ära Zlatan Ibrahimovic auch auf langfristige Sicht ähnlich lange prägen und ähnlich erfolgreich zumindest, wenn man jetzt persönlich auf die Legacy und auf die Vita von einem Zlatan Ibrahimovic zurückblickt. Also die Verhandlungen mit den Magpies, das war eine bodenlose Frechheit. Ich war kurz davor, völlig auszuflippen. In dem Fall aber reicht's, ja. Es sind 55,4 Millionen und Alexander Isak ist unser zweiter, neuer, gesuchter und jetzt gefundener Stürmer und dementsprechend sind wir fertig. Offiziell mit unserer Sommertransferphase. So schnell geht's und schon sind wir auch fertig mit dem zweiten Sommer. Also bei mir war es gar nicht so viel. Obligatorisch, ja. Die Frage oder die Auflösung mehr oder weniger. Ich sag's schon mal, ja, bei mir auch. Also, drei. Also, wir haben auf jeden Fall beide drei Neuzugänge, heißt die vollen drei Snipes und diesmal bin ich dran, glaube ich. Die vollen drei Klamotten. So sieht's aus, let's go. Alles klar, wir starten mit einem neuen Innenverteidiger. Mhm. Also, es wäre schon krass, egal welchen Spieler, wenn der gesniped werden würde, aber ich habe schon auch noch ein bisschen Backups auf jeden Fall in der Hinterhand. Zur Auswahl stehen ursprünglich mal, wenn sie nicht schon gewechselt sind oder verlängert haben, grundsätzlich mal in 2024 auslaufende Spielerverträge. Es steht zur Auswahl Bresnel Kimpembe, mein allerbester Freund hier. Maestro Kimpembe. Wir haben dann noch Pau Torres, wir haben Stefan Savic, wir haben Lucas Hernandez und wir haben Emre
Can, den man selbstverständlich als Innenverteidiger... Pau Torres, den holen wir nie. Ja, habe ich auch nicht. Schade. Es ist mein guter alter Freund Emre Kimpembe geworden. Der Maestro. Übrigens, ich weiß, dass Emre Can ist, aber Kenner wissen, am Anfang seiner Karriere wurde Emre Can in den Medien nur Emre Can genannt. Ja, ja, genau. Ich weiß. Emre Can. Okay, ja, wen hast du geholt jetzt nochmal? Kimpembe, Maestro. Oh mein Gott, wie kommt's? Maestro, wir haben uns vertragen, ja, also und auch mit seinem Bruder. Der Bruder ist ja hauptsächlich immer so der Unruhestifter und beleidigt den Tuchel gut und gerne mal, oder die Mutter von Tuchel vielmehr. Naja, also das muss zensiert werden. Muss es zensiert werden, wirklich? Weiß ich nicht, Digga. Achtet YouTube auf nicht deutsche Sprache bei sowas dann? Weiß ich nicht. Ja, ich mach's wahrscheinlich einfach mal weg. Oder kann bei mir auch passieren, ich lasse es einfach drin. Naja, Presse Kimpembe war zum einen der beste Spieler mit einem 85er Rating mittlerweile. Okay. Und der einzige, der dann tatsächlich zum Zeitpunkt der Verpflichtung noch immer einen auslaufenden Vertrag hatte, weil alle anderen entweder verlängert hatten oder schon gewechselt sind. Ja. Ja, der hat einen Marktwert von knapp 55 Millionen und ich habe nur 37 gezahlt. Das ist ein guter Deal, auf jeden Fall. Kann man weiter stehen lassen. Machen wir mal weiter mit deiner ersten Auswahl. Ich bin sehr gespannt. Meine erste Auswahl, es geht um einen Außenverteidiger. Also ich habe hier Links- und Rechtsverteidiger. Im Endeffekt will ich den Bruder auf jeden Fall rechts spielen lassen. Das steht fest. Wir haben auf dem Zettel einmal Kieran Tierney, natürlich vom FC Arsenal. Auch hier, glaube ich, vier müssten einen auslaufenden Vertrag haben, einer nicht. Das ist nämlich David Raum von RB Leipzig. Dann haben wir Juan Miranda von Betis Sevilla. Aaron Wan-Bissaka von Man United. Alejandro Balde von Barcelona. Ja, ich muss mit Balde gehen, weil ich hätte den von vornherein, unabhängig von deiner Fünferauswahl, ich wollte ihn hier eigentlich auch schon laut rausschreien, weil ich weiß, auslaufender Vertrag, und er hat sogar auch offiziell die Rechtsverteidigerposition in FIFA, glaube ich. Ja. Also neben seiner Linksverteidigerposition. Genau, LVRVLM, richtig. Aber ich kann dich schon mal enttäuschen, es ist nicht Balde geworden, sondern ich bin irgendwo ein bisschen unauffällig gegangen, war auch nicht der beste Deal. Ich habe eine Gesamtstärke im Endeffekt dazu gewonnen für Juan Miranda. Da habe ich nämlich Wagnermann eingetauscht, eine Million oben drauf bezahlt. War nicht so der beste Deal, ich bin ehrlich. Wäre aber absolut gar nicht mein Kandidat jetzt hier gewesen. Hatte ja, ist auch sehr unscheinbar, ne? Muss man sagen an der Stelle. Okay, dann mache ich doch direkt mal weiter. Und zwar kommen jetzt noch zwei neue Stürmer. Und ich fange mal... direkt. Ja genau, ich fange mal mit der ersten Fünfer-Auswahl an. Also, so einen gibt es für dich zur Auswahl. Wir haben Luis Openda, jetzt dann kurz vor dem Wechsel nach Leipzig. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, ist das ganze Ding auch schon offiziell. Wir haben Fran Navarro, den kennen wir natürlich mittlerweile auch. Navarro, my man. Wir haben Moise Kean. Wir haben Scamacca und wir haben noch Takefusa Kubo, der mittlerweile bei Sociedad tatsächlich offiziell als Stürmer eingetragen ist. Ich lock Openda ein. Ja, und das ist auch richtig. Ja, Digga, let's go, Ping Pong! Ja, es war der einzige, den ich mir so irgendwie, wo ich dachte, ey, der macht vielleicht mal einen Sprung, kann er jetzt woanders gerne machen. Aber ich habe noch Thiago Tomás, der halt dann spielen muss und hoffentlich auch nur erst, sodass ich später meinen anderen Stürmer behalten darf. Das hoffe ich natürlich nicht. Ja, das denke ich mir. Also schieß doch du gerne mal los. Was ist bei dir noch geworden? Meine zweite Position, es geht um einen neuen Achter. Da habe ich mich auch verstärkt. Auch einen stabilen Namen auf jeden Fall verpflichtet, würde ich mal so behaupten. Auf dem Zettel, du wirst merken, es sind sehr, sehr stabile Namen dabei. Wir haben my man SMS, Sergej Milinkovic-Savic, bester Mann. Auch auslaufender Vertrag, alle mit auslaufendem Vertrag, das man nebenbei erwähnt. Wir haben Thiago von Liverpool, wir haben Hakan Calhanoglu von Inter Mailand, ebenfalls aus Italien, dann Zielinski von Napoli und zu guter Letzt Jules Linton von Newcastle. Okay, also ich gehe wieder mal mit dem Weg, dass es nicht SMS wird. Okay. Jules Linton weiß ich auch nicht. Nee, also ich tendiere tatsächlich zwischen Calhanoglu und Zielinski. Vielleicht freust du dich jetzt. Ich meine aber, dass Zielinski mittlerweile ZOM offiziell ist, als seine Hauptposition. Man kann den mit Sicherheit problemlos umtrainieren, aber weil ich ihn auch schon öfter mal geholt habe in Showdowns, ich gehe mit Hakan Abi, Freistoßgott, Calhanoglu. Ich kann mich nie daran erinnern, dass du den Bruder geholt hast. Doch, ich habe den tatsächlich schon mal geholt, echt? Aber der war oftmals nicht in Fünfer-Auswahlen, weil wir dann wahrscheinlich krassere Spieler drumherum hatten. Okay, gut. Aber ja, es ist tatsächlich Hakan Calhanoglu geworden. Bisschen belastend, 84er Gesamtstärke, aber sei es drum. Ja, ich fand den, also jetzt so von den Namen, fand ich den Preis-Leistungs-Verhältnis richtig interessant und wäre auch für mich derjenige gewesen, wo ich gesagt hätte, hey, den hätte ich am ehesten gekauft. Safe, auf jeden Fall. Ja, wäre ich mal einfach jetzt mal mit SMS gegangen, Digga, Mann. Ja, wäre auf jeden Fall ein guter Call gewesen, ähnlich wie bei Guerrero immer. Also wenn man den nicht hat, dann darf man den, ja, oder wird er wahrscheinlich gesniped und man darf den anderen Spieler behalten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe einen anderen Stürmer noch geholt und wir gehen jetzt hier in eine etwas höhere Etage, was das Gesamtrating betrifft, weil jetzt kommt mein besserer Stürmer. Aha. Es ist zur Auswahl einmal Amin Guiri, guter Freund von dir in den Showdowns. Ne? Wir haben dann Mateusz Kunja, wir haben Tammy Abraham von meiner Roma, wir haben Alexander Isak oder zu guter Letzt, und das ist ein absoluter Routinier, aber verhältnismäßig recht billig, Wissam Ben Yedder. Uff,
Ich glaube, ich bin ja da so ein dicker Bait, ne? Keine Ahnung, ob du das trauen, ob du dem das zutrauen würdest, hier mit 32 und irgendwie 83, die er noch hat, so eine krasse Saison abzuliefern. Deswegen, ich gehe mal auf einen der anderen vier Namen. Wer war nochmal der zweite und der vierte? Also der zweite müsste Mateusz Kunja gewesen sein. Ja. Dann kam, glaube ich, Tammy Abraham. Tammy Abraham war der Name, nicht 2 und 4, Nummer 3 war es nämlich. Ich gehe auf Tammy Abraham. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich darf also Alexander Isak behalten. Ah, let's ja, okay, go, Junge. Ich bin niemals drauf gegangen, auf den Premier League und so. Aber ich muss mal das abschalten. Du holst auch öfter jetzt Premier League-Spieler. Das ist für dich kein Argument mehr, ja, weil die da so elendig so hohe Gehälter bezahlen und so. Das ist kein Argument. Deswegen, ich muss das auch irgendwo in meinem Kopf mal abstellen. Ja, also immerhin darf ich einen Stürmer behalten. Also bisher bei beiden ein Pick oder ein Snipe. Genau. Du hast aber, glaube ich, ja noch einen Spieler. Richtig, ne? Ich habe noch eine Position. Es geht um einen neuen Flügelspieler und da haben wir auch wirklich die Creme de la Creme dabei. Wir beginnen die Liste mit Rafa Leão, dann kommt Nkunku, kann man natürlich ganz easy zum Flügel ändern. Flügel ist dann aber wiederum Marcus Rashford, genauso Ousmane Dembélé. Das sind die vier Namen mit auslaufendem Vertrag. Ohne auslaufenden Vertrag wäre dann Neymar von Paris. Ey, was? Also, hä? Was soll ich denn damit anfangen? Ey, ich habe ja keine Ahnung. Ja, hätte ich auch nicht. Ja, also Neymar würde ich ausschließen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nkunku, Flügel, ja, aber irgendwie auch nein. Dembélé oder Rashford. Okay. Wir haben Rashford, oder auch ich, und ich glaube du auch, schon des Öfteren geholt in Showdowns. Dembélé aber auch. Oh, aber ich gehe mit Dembélé. Ich logge Dembélé ein. Okay, ich habe es unnötig spannend gemacht, weil ich habe Rafael Leão geholt. Ah, okay, auf der Mann, der nicht erwähnt wurde. Und ich danke dir, Chris, dass der bleiben darf. Ich liebe den Mann wirklich in der Realität. Ein unfassbarer Baller. So, ja, der wird auch Weltfußballer werden, Leute. Merkt euch das auf jeden Fall an der Stelle schon mal. Rafael Leão, auch wenn der Name eh schon in aller Munde ist, aber der wird auf jeden Fall einer der Besten der Welt. 100%. Period. So, und das ist mein dritter Transfer. Okay, sehr, sehr stark. Also, den habe ich tatsächlich von vornherein direkt ausgeschlossen, weil ich den als viel zu teuer empfunden habe. Weil er halt gerade auch noch so jung ist und ich auch nicht wusste, inwieweit hat er sich vielleicht schon entwickelt. Mm, ja, aber 86 auf jeden Fall. Jetzt geisteskrank. Aber sehr, sehr geil. Das heißt, wir dürfen unsere Spieler behalten. Ihr seht es bei mir im Hintergrund. Ich hatte zuvor auf jeden Fall jetzt direkt Loïs Openda abgestoßen, sodass wir jetzt dann reingehen können. Ich mache noch ein paar Entwicklungspläne, Dennis, und du vielleicht auch. Und ja, dann genau, sehen wir uns auch schon wieder am Ende. Fragezeichen. Richtig. Auf geht's, ab geht's. So sind wir dann auch schon am Ende angekommen. Juni 2024. Wir starten mit einem Punktestand, den ihr eingeblendet seht, von 19 bei Dennis und 12 bei mir. Schauen wir also vielleicht im allerersten Schritt mal auf die Bundesliga-Tabelle und da bin ich sehr gespannt. Also es war bei mir brutal eng. Also von Platz 2 bis Platz 8 liegen gerade mal 7 Punkte Differenz und danach dann 21 Punkte auf Platz 9. Also die oberen 8 waren schon richtig stark, darunter auch ich. Und Dennis, willst du es vorwegnehmen, wie es bei dir aussieht? Ja, leider eine dicke Enttäuschung. Es ist einfach viel, viel schlechter als im Jahr davor. Das ist irgendwie immer der FIFA-Karrieremodus. Im ersten Jahr kannst du mit der schlechtesten Truppe gefühlt überperformen wie sonst was. Nur um dann im zweiten Jahr mit einer Truppe, die dann genauso performen sollte wie im ersten Jahr, Platz 3 bei mir, dann Sechster zu werden. Hammermäßig. 58 Punkte, 10 Unentschieden, 8 Niederlagen, 60 Tore, 35 Gegentore auch nur. Aber ja, keine Ahnung, was da falsch lief. Einiges, ja, scheinbar. Okay, also tauschen wir quasi gerade die Plätze. Für dich geht's jetzt dann, außer du hättest die Champions League gewonnen, in die Europa League. Für mich war es ja letztes Jahr Platz 6. Da habe ich auch international gespielt, später dazu mehr. Ich bin jetzt auf Platz 4, gerade so. Spiele also nächstes Jahr Champions League. Heißt, ich hole hier zumindest mal 2 Punkte auf. DFB-Pokal, gucken wir ganz kurz rein. Wie sieht's da bei dir aus? Ja, warte ganz kurz. Das sieht schon mal sehr interessant aus, weil der SC Freiburg bei mir den Pokal gewonnen hat und die sind 9. Neunter? Das heißt, für dich geht es nur in die Conference League. Richtig, hammermäßig, wirklich, richtig okay, geil. Und dieser glorreiche Sportclub Freiburg mit Christian Streich und seinem gammligen alten Stinkesack, Alter, haben mich auch noch im Halbfinale 2-1 besiegt, Junge. Das ist wirklich das on top nochmal. Ja, okay, heißt aber 3 Punkte gibt's für dich. Runde 2, 3 und Viertelfinale überstanden. Ich habe tatsächlich das Ding gewonnen. Ja, ich hatte aber auch keinen allzu schwierigen Weg. Ich hatte Heidenheim. Ich habe dann gewonnen in Lautern, daheim gegen Hoffenheim. Gut, in Leipzig und dann gegen Dortmund. Okay, aber halt bis zum Halbfinale war es recht machbar. Somit heißt es für mich 6 Punkte. Jetzt aber die Champions League bei dir. Und da würde es mich natürlich mal interessieren. Gruppenphase überstanden, ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Sogar als Gruppenerster sehe ich gerade. Deswegen hatte, okay, ich auch ein relativ machbares Achtelfinale los. Mhm. Milan, Villarreal und Viktoria Pilsen in der Gruppe. Villarreal wird Dritter, Milan Zweiter. Ich hatte Lazio als Achtelfinalgegner, komme da weiter im Elfmeterschießen und dann aber Viertelfinal leider mit 5-4 gegen Liverpool ausgeschieden.
Okay, ja, ganz, ganz bitter. Heißt also, für dich gibt es 6 Punkte. 3 fürs Überstehen der Gruppenphase und fürs Überstehen Achtelfinale. Richtig. Ja, für mich gibt es 2 fürs Überstehen der Gruppenphase. Ich hatte dann die Vorrunde und habe dort direkt gegen Betis Sevilla verloren. Nach einem 7:7. 3:3 im Hinspiel, 4:4 im Rückspiel. Und dann im Elfmeterschießen leider verloren. Heißt, für mich gibt es nur 2 Punkte. Und damit machst du bis auf einen, den ich jetzt Stand jetzt zusammengerechnet gut mache, eigentlich auch wieder eine ganz gute Figur, zumindest hier jetzt in diesem Jahr, was das Punktezählen betrifft. Okay, Digga, ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, auch erwartet, dass du sagst, Europa League, Vorrunde, dann ja, Vorrunde und dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Das war jetzt so meine Erwartung gerade nach dem Pokalsieg. Aber gut, das habe ich natürlich gehofft, habe ich logischerweise gehofft, aber dem war leider nicht so. Ja, genauso schlecht war es bei mir wie im letzten Jahr, was die Trainer des Monatspreise angeht, weil da steht eine 0. Ja, da habe ich jetzt dieses Jahr ein. Das ist ja mal wieder die Karrieremodus-Logik, ne? Unfassbar. Okay. Fick EA, Alter. Fick den Karrieremodus. Also das heißt, ich hatte zwischenzeitlich mal 5 Punkte Vorsprung, die hast du jetzt dadurch wieder eingeholt. Heißt, es steht komplett gleich in diesem Jahr und ich hoffe, dass ich durch die Statistiken vielleicht ein bisschen was gut machen kann. Kann ich aber auf jeden Fall nicht. Weil wenn ich sehe, dass mein Torhüter hier 3 Spiele zu 0 spielt, es ist eine bodenlose Frechheit. Also, keine Ahnung, selbst wenn deiner der schlechteste Torhüter auf der ganzen Welt war, er wird mit Sicherheit mehr als 3 haben, oder? Ja, Soria hat 10. Ja, okay. Torvorlagen sieht dafür okay aus. Ja, ich bin zufrieden, aber es könnte schon auch sein, dass du da mehr hast tatsächlich. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe 9. Okay, dann geht's tatsächlich an mich. Ich habe 14 bei Willock. Sehr gut. Und das große Problem bei meinen Torschützen ist, dass die sich zu krass aufteilen. Also ich habe 3 mal eine 2 davor. Okay, krass. Das heißt? 24, 25 und 27. Ja, der geht auf jeden Fall an dich. Ich habe Skiria 12 Tore, Mudrik 13, Leao 16 und Santiago Jiménez 22. Okay, krass. Also bei mir hat Willock 24, bei mir hat Thomas 25. Willock, der zentrale Mittelfeldspieler? Ja. Ja, der Klassiker mal wieder, Digga. Wir hatten das doch schon mal, gell? Wo ja, war das? Mit Fratesi, richtig. Ah, Fratesi, genau. Der jedes Jahr aufs Neue 20 Tore macht und dazu noch 20 Vorlagen. Hat ja, genau. Willock also, auch 20 Vorlagen? Nee, 14 nur. Oh nee, nur 14, Digga. Das ist ja ein bisschen enttäuschend, sag ich. Also der hat 38 direkte Torbeteiligung aus 46 Spielen. Also das ist wirklich heftig. Und halt Isak, wie gesagt, 27 Tore noch. Ja, ist okay soweit. Also dann hole ich doch ein bisschen was auf. Lass mich ganz kurz mal zusammenreden. Nee, einen nur, glaube ich, gesamt gerechnet. Nee, du hast doch jetzt, vor der Statistik hattest du gar keinen geholt? Oder nee, den Trainer des Monatspreis vergesse ich, glaube ich, oder? Genau. Der Trainer des Monatspreis hat dich dann quasi auf Augenhöhe wiedergebracht. Ja. Dann ging der Torwart an dich und die anderen 2 an mich. Somit habe ich einen. Hast du noch 2 Punkte aufgeholt im Endeffekt, oder nicht? Nee, einen. Weil mit deinem Trainer des Monatspreis hatten wir beide gleich viele Punkte zu dem Stand. Ja? Ja, aber das heißt ja 7 Punkte Abstand. Oder? Ja, genau, 7 Punkte Abstand. Ja, das heißt, ich habe 1 gewonnen, 8. Ja, okay, du hast recht, Digga. Und dann kommt ja noch dein Torwart? Ja, sorry, ich bin lost. Ja, alles gut. Ich hätte nie gedacht, dass wir beide einen Punkt bekommen hätten oder so. Nee. Also bei dir müssten es dann nämlich 23 Punkte sein und genau, bei mir sind es 24. Bedeutet, zusammengerechnet jetzt müsste es aus dem ersten Jahr bei dir 42 Punkte sein und bei mir müssten es dann logischerweise 6 Punkte eigentlich Rückstand sein. Okay. Ja, ist auch so, es sind 36 bei mir. Also heißt der aktuelle Stand, ihr seht ihn ja eingeblendet, 42 Dennis, 36 bei mir. Es ist noch nichts verloren, weil ich habe den Vorteil, nächstes Jahr Champions League zu spielen. Dennis vor allem halt nur die Conference League. Es kann alles passieren, scheide ich aber früh aus, kommt es auf die nationale Wettbewerbe an und da kann logischerweise alles passieren. Hier sind wir dann also, ein drittes und letztes Mal beginnt der Timer jetzt. 20 Minuten laufen, wir haben eine super gute Mannschaft, also unsere schwächste Position ist die von Thiago Tomás mit einer 72. Also ich glaube, ganz so viel wird nicht passieren, weil ich will der Mannschaft weiter das Vertrauen schenken. Sie haben es zurückgezahlt mit dem Pokalsieg, mit Platz 4 in der Liga. Jetzt kommt dann auch die Königsklasse. Sie sollen sich halt logischerweise noch ein bisschen verbessern. Wir haben, warum auch immer, 12 Millionen weniger als bei Dennis auf dem Konto. Kann ich nicht nachvollziehen. Im letzten Jahr habe ich es nachvollziehen können, dass wir weniger hatten als er, weil er besser war in der Liga. Jetzt haben wir den Pokal gewonnen, waren besser in der Liga. Gut, er war dafür in der Champions League. Keine Ahnung, wie das irgendwie zusammenspielt. Ist aber auch ganz egal. Wir gehen auf die Jagd vermutlich nach einem neuen Stürmer. Und weiß gar nicht, ob sonst noch so viel mehr passiert drumherum. Keine Ahnung, wir gucken einfach mal. Die letzte Transferphase, Leute. Wir haben in der letzten nicht so einen guten Job gemacht. Çalhanoğlu Snipe war sehr, sehr kritisch. Ich glaube, wenn der am Start gewesen wäre, wäre das letzte Jahr ganz anders gelaufen. Deswegen, Leute, müssen wir unbedingt daran setzen, hier noch einen 8er und auch einen 6er zu verpflichten. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. Und dann starten wir also rein, verplempern gar keine Zeit und legen los. Ein gewisses Risiko ist bei diesem Transfer logischerweise da. Denn Dennis, ja, wir wissen es alle, ist Bayern-Fan, liebt Harry Kane und kann sich natürlich oder wünscht sich auch in der Realität,
Realität einen solchen Transfer zu den Bayern. Heißt automatisch, hat er ihn irgendwo zwingend auf dem Schirm. Er hat keinen auslaufenden Spielervertrag, 101,5 Millionen Marktwert. Wir überweisen 110 und haben damit einen neuen Stürmer behalten, aber natürlich Thiago Tomás, sodass wir im Endeffekt halt ja maximal zumindest mit dieser Mannschaft weiterspielen könnten, wie wir sie jetzt eben gerade halt auch noch zusammengestellt haben oder unverändert noch zusammengestellt lassen. Harry Kane, Nummer 9 und vielleicht gibt es noch einen neuen Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger. Wir müssen einfach mal schauen. Unser erster Transfer ist ein kleines Upgrade auf der Stürmerposition. Gonçalo Ramos ist halt jünger, hat jetzt schon mehr Gesamtstärke und mehr Potenzial als Santiago Jiménez. Ich fand, die letzte Saison war wirklich nicht so gut und deswegen ersetzen wir den Mann mit eben Gonçalo Ramos von Benfica Lissabon mit einer 85er Gesamtstärke und gerade mal 23 Jahren. Bernardo Silva ist so ein Kandidat, den ich schon öfter mal in Showdowns auf den Snipe-Listen hatte, bisher aber gefühlt noch nie richtig geholt habe und genau das tun wir jetzt. Für, was sind es, ich glaube 80 Millionen, 83 Millionen so knapp, holen wir also den 29-Jährigen mit einer 88er Gesamtstärke und ich hoffe, dass anders als Hakan Çalhanoğlu der Mann die Snipe-Phase überleben wird. Auch David Zurias Tage sind gezählt, wir tauschen ihn ein, zahlen noch knapp 20 Millionen um drauf und dafür kommt Aaron Ramsdale vom FC Arsenal, auch hier zwei Gesamtstärken schon mal mehr, garantiert für die Torhüter-Position und dazu auch noch deutlich mehr Luft nach oben, weil er auch viel, viel jünger ist. Ich weiß, ich wollte eigentlich kein Risiko eingehen, aber für Toni Avi Rüdiger und sein Comeback hier beim VfB Stuttgart gehe ich dieses Risiko gerne ein und er ist eine absolute Verstärkung. Wir tauschen Mavropanos ein, zahlen 22 Millionen um drauf und haben damit nochmal eine 86er Gesamtstärke am Start für die Innenverteidigung neben De Vrij und Ndicka jetzt also. Das heißt bitte und damit ist die Snipe-Phase, ja, vor der Tür und die Transferphase abgeschlossen. Ein allerletztes Mal heißt es jetzt snipen, denn für mich geht im Winter nichts und selbst wenn bei Dennis was gehen sollte, dürfte er die Spieler so behalten, genauso wie 3 seiner 4 Spieler auf jeden Fall, denn so viel haben wir gerade schon mal gesprochen. 4 sind es bei dir geworden, gell? Genau, ich habe jetzt auch noch mal kurz, ihr habt es gesehen, einen Namen geändert, die Zuschauer werden es wissen, auf der Liste, weil ich den Kollegen hier passender fand. Okay, ja, also bei mir ist es nur ein Transfer geworden, dementsprechend gibt es auch nur einen Snipe für jeden von uns jeweils und genau. Wir sind im dritten Jahr, also darf Dennis wieder reinstarten. Genau, Dennis. Richtig, los. Es geht um einen neuen Achter, was auch sonst. Hakan Çalhanoğlu letztes Jahr nicht mehr am Start gewesen, deswegen musste er natürlich jetzt ersetzt werden und wir haben auf dem Zettel einmal Bruno Guimarães von Newcastle United, wir haben Bellingham mit einem auslaufenden Vertrag, genauso Bernardo Silva, ebenfalls auslaufend oder ebenfalls auslaufend tut der kleine Joshua Kimmich vom FC Bayern mit 90er Gesamtstärke und zu guter Letzt noch Nicolò Barella von Inter Mailand. Mhm. Ich würde so die junge Generation mit Barella und Bellingham ausschließen. Was war der erste Nummer? Junge Generation, Barella ist 27. Ja, also er ist auch okay. Älter als Guimarães. Ja, aber Guimarães, den hattest du schon so oft, den würde ich auch ausschließen. Also ich würde zwischen Kimmich und Bernardo Silva tendieren. Oh. Jetzt ist es vielleicht schon so, ja, das Oldest kam vorhin auch schon und da war ich völlig woanders unterwegs. bin ich vielleicht jetzt auch, aber irgendwie haben wir den Bernardo Silva gefühlt noch nie geholt, deshalb würde ich einfach mal mit dem gehen. Oh nö, Chris, nee. Das ist er nicht geworden. Doch, ist er. Nee, oder? Doch, es ist Bernardo Silva. Wirklich? Ja, tatsächlich. Und Endo darf weiter in der Startelf spielen. Oh Mann, Digga, hör doch auf. Und ich habe nicht mal Geld, um den Kollegen hier überhaupt gerade zu entlassen, Mann. Das ist ja... Hey, das hört sich so, aber das hört sich so ironisch an. Ich glaube dir das gerade gar nicht irgendwie. Doch, ich habe Bernardo Silva geholt. Ist okay. Real Talk tatsächlich. Ich kann auch auflösen, daneben habe ich verpflichtet Ramsdale fürs Tor. Stark. Ich habe geholt für den Sturm Gonçalo Ramos und Antonio Rüdiger für die Innenverteidigung. Okay, aber geile Transfers auf jeden Fall. Ja, geil, bis auf das Endo wieder in der Startelf spielen muss. Ne? Also das ist dann auch irgendwo doch nicht so geil. Ja, bei Gonçalo Ramos muss man mal gucken, ne, dass der Verein nicht irgendwie rufschädigend nach irgendwelchen Videos im eigenen Hotelzimmer oder sowas davon negativ. Ach, das ist ja auch so ein Kandidat. Ja, aber das ist auch so. Nee, nicht Lacroix, Saliba, sorry. Ja, Alas Saliba, ja genau, alles. Also das ist auch, Junge, wenn ich da gerade drüber nachdenke, das kann man wirklich keinem erzählen. Da wollen wir auf jeden Fall nicht drüber nachdenken und Bilder in Köpfen verursachen, die wir nicht wollen im Kopf. Ganz genau. Also, okay, dann gehen wir rein. Ich habe einen einzigen Spieler geholt und es dreht sich dabei um einen neuen Stürmer. Ich habe noch immer natürlich auch einen, wie heißt er wieder? Thiago Tomás, genau. Ja, ich habe aber all in natürlich investiert. Vielleicht auch von auslaufenden Spielerverträgen, wobei ich glaube nur einer hätte den und das wäre Kylian Mbappé. Es geht dann weiter mit Dusan Vlahovic. Wir haben Harry Kane, wir haben Victor Osimhen oder Lautaro Martinez. Alle würden mich brutal verbessern, logischerweise. Ja, auf jeden Fall. Und ich gehe auf Mbappé, weil der Rest wäre mir egal. Also wenn du den Rest, einen vom Rest geholt hast, ist schön. Aber wenn du Mbappé geholt hast, wäre schlecht. Es ist Harry Kane geworden, tatsächlich. Kannst du haben, kannst du haben. Also der hatte keinen auslaufenden Vertrag. Nee, er hatte keinen. Aber der hatte zum Zeitpunkt der Verhandlung über 100 Millionen Marktwert. Und ich habe nur 110 gezahlt. Jetzt ist er mittlerweile leider ein Jahr älter geworden. Ist also vom Marktwert runter. Aber halt, ja, plus 7, glaube ich. Oder plus 6 im Gesamtrating gegenüber Tomás. Nimmt man mit, heißt also auf jeden Fall, das sind deine 3 Transfers, die noch weiter bleiben dürfen. Bei mir darf ein Harry Kane auch bleiben. Dann heißt es bei dir Conference League, bei mir Champions League und der Sprung. Ein allerletztes Mal ans Ende einer Saison, wo es dann endgültig ans Punktezählen geht. Und für mich,
hoffentlich in Richtung Aufholjagd. 6 Punkte ist da aktuell noch die Differenz zwischen Dennis und mir. Wir sind also angekommen am Ende dieses Sprint to Glory Showdowns. Wobei, noch nicht ganz, denn es heißt natürlich jetzt noch einen Gewinner und jeweils einen Verlierer ausmachen. Es geht aber natürlich grundsätzlich trotzdem um den Spaß und um ein cooles Video für euch. 42 geht's Punkte, Dennis, 36. Ich 36 Punkte bei mir. 6 Punkte Differenz haben wir also am Start. Auf die Wettbewerbe und wenn du Bock hast, können wir am Ende auch die Mannschaft... Habe ich absolut keinen Bock drauf. Ja, habe ich mir schon tatsächlich gedacht. Sonst werde ich nur noch sauer, Digga, weil wenn ich alles hier sehe, Digga, ich bin komplett gebrochen. So gebrochen, Digga. Holy motherfucking moly. Unfassbar, wirklich. Also wir halten fest, in meiner Mannschaft ist Stand jetzt die schlechteste Gesamtstärke irgendwo bei 86 oder so oder 84, keine Ahnung. Ich bin wieder mal Sechster geworden in der Liga. Also ich schaffe es nicht. On top, Digga, on top hier Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen und so weiter. Ich will gar nicht die Mannschaften von denen angucken, aber ich weiß zu großer Wahrscheinlichkeit, dass der VfL Wolfsburg mit seiner Söldnertruppe absolut Kackspieler hat und nicht besser sein wird als unsere Mannschaft, aber trotzdem 2 Jahre in Folge jetzt vor mir steht und mein bestes Ergebnis ist aus dem verfluchten ersten Jahr, wo die Mannschaft halt nur noch mal schlechter war. Aber was soll man sagen? Chris, wo bist du? Erster, Zweiter, Dritter? Ich bin Zweiter. Okay. Also ich habe 78. 78, dann wärst du Meister bei mir. Ja, ich habe 1 Punkt Rückstand leider auf Leverkusen, die Meisterschaft geholt haben. Übrigens Thema Wolfsburg bei dir, bei mir sind die einfach auf Platz 14 und nur ganz knapp. Ja, FIFA-Karrieremodus, auch noch so ein Ding, Digga, weißt du? Ach Junge, es ist unfassbar, wirklich. Lassen wir das einfach, alles gut. Alles okay. FIFA-Karrieremodus ist wirklich Bay. Schauen wir auf den DFB-Pokal. Machen wir es nicht spannend, ich bin in der ersten Runde gegen Sandhausen mit 3-2 geflogen. Okay, ich war im Finale, habe da aber leider gegen Dortmund verloren. 3-1, somit gibt es für dich halt leider keinen Zähler, für mich gibt es 4. Jetzt war es für dich die Europa League, also schieß da gerne mal los, wie es da bei dir gelaufen ist. Ja, die Gruppe habe ich komplett zersägt, 16 Punkte, ein Unentschieden, nur mit dem Achtelfinale dann auf Leipzig zu treffen und die kann ich nicht schlagen, 5-3 verloren, das ist halt einfach Schicksal. Okay, also ich war im Champions League Finale und ich hatte Barca als Gegner und ich habe gewonnen. Also, ich habe 2-1 gewonnen in der Gruppenphase, Dankeschön. Hatte ich Sporting, Liverpool und Bodø/Glimt, Liverpool nur Dritter geworden. Dann habe ich 5-1 gegen Atletico gewonnen. Dann habe ich 2-1 gegen Leverkusen gewonnen, 2-1 gegen Real Madrid und dann auch 2-1 gegen Barca. Würde bedeuten 3, 6, 9, 12, 18 Punkte. 20 Punkte, Junge, Heide. 18 für mich. Wir gucken also jetzt noch ganz kurz auf die Trainer des Monatspreise. Ja, bisher hatte ich ja noch gar keine. Das ändert sich. Oh ja, okay, das ändert sich sogar sehr, sehr gut. Ich habe nämlich eine 3 da stehen. Ich habe sogar einen, Digga. Keine Ahnung. Okay. Wie. Dann jetzt noch 3 Punkte, die es noch zu vergeben gibt anhand der Statistik. Da schauen wir natürlich auch ganz kurz rein. Javelier hat endlich mal abgeliefert, hat 14 Mal die 0 gehalten. Oh, Ramsdale. Digga, Ramsdale war unser einziger Lichtblick im Jahr. 15 Spiele zu 0. Sehr, sehr stark. Okay, sehr krass. Punkt geht auf jeden Fall an dich. Vorlagen ist Harry Kane tatsächlich mein Bester. Wer auch sonst, Digga. Er hat 16 Tore vorgelegt. Ah, okay, ich sag nichts. Eigentlich Harry Kane in der Realität schon stabiler Vorlagengeber. Ich habe 10 von Leao. Tore 23. Ist das meiste 23? Nee. Nee, da ist noch einer mit 45. Erster. Nee, ich dachte, Leao hat 10 vorgelegt und auch 23 Tore. Nee, er ist halt Tore. In beiden Statistiken bei mir Erster. 23 okay. Tore und 10 Vorlagen. Ja, das ist ähnlich wie bei mir. Harry Kane ist auch bei beiden vorne, hat aber 37 Tore erzielt. Ja. Also der hat in 52 Einsätzen 53 direkte Torbeteiligung. Der Typ ist der absolute Wahnsinn. Ja, hat auch eine 91, hat sich trotz recht hohem Alter nochmal um 2 Ratingpunkte verbessert. Und damit würde ich sagen, machen wir den ganz kurzen Cut. Ich zähle die Punkte kurz zusammen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Also, ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Es müssten dann im Endeffekt 58 Punkte bei Dennis sein, 77 bei mir. Sind jetzt klar 19 Punkte mehr, aber da macht halt die Champions League auch sehr, sehr viel aus. Mit 18 Zählern ist das halt ein sehr, sehr großer Baustein, sage ich mal, was die Punkte angeht. Und jetzt haben wir gerade doch nochmal gesagt, komm, wir vergleichen die Teams und starten da einfach mal rein. Auf der Torhüter-Position habe ich mit Javelier eine 85. Habe ich eine 87 von Ramsdale. Das fängt schon gut an. Also ich bin sehr gespannt. Ich will mir einfach nur anhören, gegen wen ich hier verloren habe, wie gut meine Mannschaft da im Vergleich zu ist, um mich noch mehr darüber abzufangen. Ja, okay. Dann machen wir 4er-Kette, weil ich habe eine 5er-Kette. Ich zähle dann einen Innenverteidiger mal ins Mittelfeld. Ich habe auch eine 5er-Kette. Ach, du hast auch eine 5er-Kette. Ja, super. Dann passt sogar umso besser. Ich habe 5er-Kette rechts, 86, dann 87, 84, 87 und 85. Okay, ich habe rechts 85, dann habe ich 84, 87, 85 und 90. Okay. Wer hat 90? Parisi.
Okay, krass, krass. Ja, hast du auch im ersten Jahr geholt. Okay, ja. Mittelfeld ist bei mir ein Trauerspiel. Habe ich 83 und 81. Habe ich zwei Mittelfeldspieler. Ja, ich habe zwei Achter mit Willock 87 und auch Thuram 87. Ja, okay, Digga. Das geht eindeutig an dich. Und vorne, glaube ich, sieht es dann aber wieder gut aus. Habe ich 92, 92, 88. Okay, sehr, sehr stark. Da habe ich Isak 89, Kane 91 und Zubimendi als mein Sechser, den ich jetzt hinten raus noch aufzähle, auch mit einer 91. Okay, krass, ja gut. Also ich würde sagen, es ist minimal geht's vermutlich an mich, wenn überhaupt. Ja, das Mittelfeld. Dein halt, ne? Also mein Mittelfeld reißt halt komplett die Gesamtstärke raus, ne? Mit 81 und 83. Ansonsten, ich würde sagen, Torhüter leicht besser bei mir, Vierer, Fünferkette war leicht besser, Angriff ist auf einem Level, Mittelfeld halt komplett auf deiner Seite so. Ja. Aber ne, es ist der FIFA-Karrieremodus. Wie gesagt, ich war im ersten Jahr Dritter, die Mannschaft wird nur besser und dann werden wir 2 Jahre in Folge Sechster, kommen nicht mal irgendwo ins Viertelfinale rein. Es ist wirklich unfassbar. Also falls jemand von euch Lust hat, ja, und die Ratings zumindest in der Startelf im Kollektiv einfach kurz zusammenzählen möchte, macht das sehr, sehr gerne und schreibt es uns auch gerne in die Kommentare, sowie weitere Teamvorschläge auch für weitere Sprint to Glory Showdowns, denn wir sind jetzt auch am Ende angekommen. Checkt das Video bei Dennis auf jeden Fall ab. Erster Link in der Videobeschreibung kommt und kam natürlich zeitgleich online. Lasst Liebe da, nicht nur hier auf dem Video, sondern natürlich auch dem von Dennis. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Falls ihr bis hierhin geschaut habt, gerne Hashtag Champions League. Hashtag Champions League und Dennis hat das Schlusswort für euch. Hashtag 911er Porsche in die Kommentare. Hashtag Porsche einfach. Egal, Leute. Schreibt, was ihr wollt in die Kommentare. Macht auf jeden Fall ein Zeichen, dass ihr bis hier geguckt habt in die Kommentare mit dem Hashtag. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen gebrochen, ein bisschen sehr doll, so wie man es kennt. Ich hoffe, ich habe mein Rumgeweine mal ein bisschen auf ein Minimum reduzieren können für die Leute, die sich immer darüber abfacken. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Es hat super angefangen. Nach der ersten Saison dachte ich wirklich, wir sind on fleek und werden das komplett rasieren. Das Ding hier am Ende sieht es aber komplett gegenteilig aus. Was soll man sagen? So laufen Showdowns eben. Kann mal passieren, dass es eben genauso läuft. Aber trotzdem war es eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Chris hat ein unfassbares letztes Jahr abgeliefert. Das muss man auch erwähnen an der Stelle. Und das soll es gewesen sein. Wir verabschieden uns, sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder auf den jeweiligen Kanälen zu einem SCG-Showdown oder sonstigen Videos. Bis dahin, haut rein und ciao.